Moin Moin Evils, willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, es ist eigentlich jetzt hier keine normale Normal-Folge, es ist schon normal, aber ich möchte euch heute ein bisschen was vorstellen. Und zwar handelt es sich um Master Yi Jungle. Und das Ganze ist natürlich jetzt nach Patch 4.5 und sie haben ein neues Item eingepatcht. Das ist die, oder sie haben es verändert, das nennt sich Wiggins Lantern. Und das Item basiert jetzt darauf, dass man kauft sich das ganz normal. Man kauft sich dieses Item ganz normal und dann kann man mit 25 Large Monsters der Kills, also zum Beispiel der große Wolf, der große Geist, der Golem, der Geister, wird es automatisch ausgebaut und man kann danach einen Buff stacken, der einem mit jedem Schlag extra magischen Schaden und sozusagen ein bisschen Lifesteal gibt. Und dieser Stack kann man auf... Leute, da kennt mich jemand. In diesem Stack kann man weiter stacken, genauso wie Nasus und Gwaegas Q. Das heißt, ich kann mich insgesamt so weit hochstacken, wie ich möchte, so wie Nasus, also ein Endless-Stack, und ich kann mich stronger und stronger machen. Und ich versuche mich jetzt wirklich einfach mal versuche, Runde richtig weit hochzufahren und euch das ein bisschen vorzustellen. Und das ganze Prinzip basiert wirklich darauf, dass er wirklich sehr, sehr viel im Jungle bleibt. Ich habe extra Teleport mitgenommen, um ab und zu mal auf Lanes aufzuhelfen, um meine Tele zu ganken, um einfach meine Lane zu halten. Aber es geht wirklich darum, dass ihr in den Jungle bleibt und euch wirklich nur hochstackt. Das ist das einzige Prinzip des Ganzen, das einzige Sache. Es ist auch, ich habe da auch schon Videos gesehen, das ist da teilweise echt egal, wenn ihr euer Team dann weit hinten liegt, außer irgendeine Mitte ist komplett weggefeedet. Aber ihr könnt dann halt so, ihr macht dann so viel Damage und könnt dann wirklich das ganze Game fast alleine carryen. Und ich werde das jetzt auch mal versuchen, hier wirklich viel im Jungle zu bleiben, wenig zu ganken. Es eignet sich ja auch besonders gut mit Master Yi, da Master Yi ein schlechtes Gankpotenzial hat, aber ein richtig gute Jungle Camp Kill hat und somit sich einfach richtig gut stacken kann. Man könnte sich ja überlegen, natürlich das auch mal auf Wii oder so zu kaufen oder anderen Junglern oder Kano und Sejani oder so, aber da ist es nicht so gut, da man mit diesen Champions eher mehr gankt und weniger am Farm ist, also weniger in den Camps ist, und da lohnt sich das nicht. Es geht wirklich darum, dass man da viel im Jungle unterwegs ist und somit sich auch viel stacken kann. Und auch wichtig, wenn ihr seht, dass der Gegner hier genauso baut, dass der Gegner Master Yi nimmt, kann ich Lee Sin empfehlen. Der hat sehr starkes Early-Potenzial. Kennt ihr ja Lee Sin, einer krankesten Early-Jungler. Und der kann so einen Lee Sin ziemlich gut Shutdown und ziemlich gut Counter-Junglen. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber sonst, der Typ, der farmt sich genauso wie Nasus einfach nur hoch. Und ich muss jetzt erstmal einmal Geld zusammensparen für das Item und danach kann ich das sozusagen stacken. Mach hier einfach weiter, ich clear immer wieder die Camps. Reck mich einfach mit meinem Wii ab und zu nochmal hoch. Hieb mich eigentlich doch ganz gut, hätte ich nicht gedacht. Lohnt sich auf jeden Fall, will es nicht um die Skillen oder so, auf jeden Fall aber einmal reinskillen. Ich hielt ja doch eigentlich ganz nett. Solange man Blue Buff hat, kostet es ja auch nichts. Und sonst einfach einmal, finde ich, einmal Q reinhauen. Und dann ab und zu halt noch E nochmal reinhauen und dann einfach die Camps clearen. Und wir stacken und stacken. Na gut, wir stacken nicht wirklich, wir farmen gerade erstmal nur. Ich gehe jetzt mal kurz weg, hol mal schon mal einmal Matris. Und die Boots, damit ich noch schneller im Jungle immer durch die Gegend laufen kann. Mal sehen, wann ich jetzt mal meinen Teleport einsetzen werde, wann sich's da mal lohnt. Okay, will er die Mitte selber halten? Ja, ich kann auch Mitte halten gehen. Ich scheiße doch komplett einfach auf Ganks. Wenn Ari gleich meint, einmal weggehen zu müssen, das soll sie auf jeden Fall machen, dann teleportiere ich mich kurz mit Tele hin und halte das eben, nehme die Erfahrung. Weil am Anfang brauche ich auf jeden Fall erstmal nur das Gold und die Erfahrung, um erstmal das Item zu haben. Also sobald ich das Item habe, kann ich stacken. Jetzt kann ich auch nicht wirklich stacken.
So, kleine Unterbrechung. Da ist die Ari gerade weggenatzt. Dann gehe ich mal kurz mithalten, um mir das Gold zu snacken. Ich push mal auch, denke ich mal, eben kurz raus. Genau, push. Damit Ari Creeps verliert. Okay, jetzt bin ich schon Level 6, 6. Minute. Wie viel Gold brauche ich noch fürs Item? 1900 brauche ich noch. Okay, ist gar nicht so viel. Dann muss ich auch, gehe ich auf jeden Fall instant back. Man kann das, man muss das nicht unbedingt mit Teleport spielen. Ich finde es auch gar nicht so useful. Ich habe halt, hab mir ein paar Videos dazu reingezogen. Und da war es ab und zu mal ganz gut, aber ich finde es gar nicht so useful. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich hatte noch nicht jetzt wirklich hier die Gelegenheit, da einen Teleport gut einzusetzen. Ah, das ist tot. Ja, okay. Meine Lanes kacken halt ab. Das ist teilweise verständlich, wenn ich nicht ganken komme. Aber ich hoffe mal, dass ich dann, sobald ich das Item habe und ein bisschen gestackt habe, dass ich dann was reißen kann. Mitte halten wieder und dann gehe ich back, dann habe ich nur Gold für das für Wiggets und dann kann ich stacken. Und wichtig auch, wenn ihr dann später mit hier sozusagen, ihr seid ja sozusagen mehr oder weniger gefeedet, halt nicht in Kills, aber halt im extremen Stack und Farm, dann solltet ihr auf jeden Fall auch, solltet ihr darauf achten, dass ihr euren Alpha Strike richtig einsetzt, weil der echt ziemlich stark ist. Also damit könnt ihr richtig gut was dodgen. Okay. Nebenbei habt ihr, glaube ich, noch. Genau, ein Ward. Und ich glaube, dieses Ward. Ich weiß gar nicht, glaub das kann irgendwie ein bisschen weiter gucken oder so. Irgendwie so war das. Zumindest ist ganz geil, glaube ich. Nehmen wir mal den Blue Buff. Gucken, da seht ihr schon 13 Stacks. 14 mit 25 kriege ich einmal das Item ausgebaut. Und dann geht es erst richtig los mit dem Stacken. Dann geht es erst richtig die Post ab. Komm mal Teleport runter. Hätte ich einen Kill bekommen, hätte ich noch ein Reset auf mein Dings bekommen. Okay, der Teleport war auf jeden Fall nice. Da konnte ich gerade gut aufhelfen. Und ich denke mal, ich gehe wieder stacken. Teleport draußen. Jetzt wird erstmal wieder 5 Minuten nur gefarmt. Guck ich, man sieht ja schon, ich habe 55 Farben innerhalb von 8 Minuten und der Gegner, ich habe den Gegner schon Jungler, gut, Nautilus kann nicht so gut farmen im Jungle, aber ich habe ihn komplett schon doppelt gefarmt und ich bin sogar teilweise besser als die Mitte gefarmt. Das kann man halt auch im Solo-Queue anwenden, auf jeden Fall kann man das machen. Man muss, sollte es aber dem Team sagen, dass es wenig Hilfe von mir, von einem geben wird. Das ist so ähnlich, wie man früher immer den Proxy-Zinch gespielt hat, der da auch am Ende 0-9 stand. Den fand ich aber nie so wirklich effektiv. Aber das ist halt echt, das ist echt stark, weil ich jetzt, sobald ich 25 habe, wird das da auch irgendwie ausgebaut oder irgendwie sowas, weiß ich nicht ganz genau. Ne, genau, dann kriege ich, glaube ich, mehr Damage mit jedem Schlag. Oder kriege ich den jetzt schon, weiß ich nicht genau. Zumindest habt ihr, wenn ihr mit den Stacks kriegt ihr zumindest mehr Damage mit euren Auto-Tags und ihr kriegt euch so ein bisschen Lifesteal. Also mit den Auto-Tags immer. Ah, Mitte. Bisschen spät hätte gesehen, dass ich es erhalten könnte, aber auch nur eine kleine Wave. Ari ist kurz disconnected, kommt bestimmt auch gleich wieder. Ah, Renekton, bist du safe? Ne, der ist tot. Hoffentlich kommt mal Ari gleich wieder. 20 Stacks. Ah, nice. Was auf jeden Fall wichtig ist, mit hier, wenn ich zum Beispiel versuchen will, gleich die LeBlanc zu töten, dass ich genau ihren, heißt genau welche, EQW, ich glaube, das ist
ihre Kette so, sondern das ist die Dodge, weil dann kann er sie mir überhaupt nichts mehr anhaben. Ich denke mal, ich gehe auch gleich kurz einmal back. Na doch, dann halte ich eben nochmal fix. Okay, bin back. Ich kaufe mir mal die Berserker Boots, die kann man gut für machen. Auf bei Yi. Und dann kann ich euch empfehlen, zwei Items kann ich auf jeden Fall empfehlen, Blade of the Rune King. Ich brauche für lange gerade zum Einkaufen. Blade of the Rune King und, wie heißt das andere Item, das andere zum Aktivieren. Ich komme nicht gerade ganz auf den Namen, was man aus Brutalizer baut, ihn hier genau. Das Ghost Blade. Die beiden sind auf jeden Fall das erste Item, die ihr euch holt. Das ist gerade nicht so geil, dass Ari da meinen Farm nimmt. Aber okay. So, ich will endlich 25 Decks haben. Weil dann wird das Teil Yomi ausgebaut. Genau, das transformiert sich dann in viel Flair. Und dadurch kriege ich, glaube ich, irgendwie Ward noch, dass auch stärker ist. Irgendwie so war das. Oh, die LeBlanc, die sittet ja ganz gut top. Ich habe keinen Teleport leider, sonst wäre hier oben gerade Teleport auf jeden Fall richtig OP gewesen. Ich denke mal, ich laufe da direkt einmal hin. Weil ich denke, ich bin strong enough. Okay, 6. Ja, ich bin strong enough. Und da hat er mich mal richtig unterschätzt, dem neuen Master Yi. Ich habe halt richtig schon Damage, weil ich einfach viel gefarmt habe. Da hätte ich selber nicht gedacht, dass ich noch überlebe am Tower da, aber ich wollte den Kill jetzt haben. Ich hätte es nicht eingesehen, denn nur weil er Flash, kriege ich jetzt den Kill nicht. Ihr wisst, was ich meine. Das nervt mich mal richtig. Meinen sie zu Flash und dann kriege ich den Kill nicht. Ich bin halt richtig die Damage-Tante. Ich haue oder Damage-Mann. Schöner Dodge. 10 Sekunden habe ich einen Tele. Wieder Ari. Good job, Ari. Sieht gar nicht so schlecht auf 5-6 für meine Spielweise sozusagen. Ist das als Team richtig gut? Das Team noch so gut sein kann. Also von den Stats her sozusagen. Nautilus Level 7, ich bin Level 10. Gefällt mir eigentlich echt ziemlich gut, diese Art zu spielen. Ich werde das jetzt nochmal so ein, zweimal. Ja, kannst haben. Ich werde das jetzt auch nochmal ein, zweimal so in Normal 2 ausprobieren. Nimm ihn, ich habe keine Zeit. Kann man hier unten noch was holen? Oder gehen die weg? Ich denke mal, die gehen beide weg. Nee. Stop trolling me, man. Und ich habe meine Laterne jetzt komplett fertig. Und jetzt wird gestackt. Freunde, jetzt wird gestackt. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Weil mir ist es gerade nicht eingefallen. Was wollte ich nochmal sagen? Ach genau, ihr kriegt auch durch Kills und Unterstützung genauso, glaube ich, Stacks. Soll ich das mal irgendwann mal gehört, verstanden habe? Genau, Base Attack Steel 106 Damage und 12% Dings da. Und 12% Health von jedem Hit. 3 Stacks. Mit Ulti, wenn ich gleich Ulti wieder habe, denke ich auch noch kurz den K6 nochmal holen.
Ich mach mal kurz noch die Geister und dann bin ich erstmal kurz weg. Hab dann nämlich Blade of the Rooming fertig. Jo, ich geh mal kurz back. Blade of the Rune King bin ich richtig strong mit. Ich denke, ich rush auch einfach nur Damage mit diesem Typen. Nur Damage, wäre die größte Damage. Halt die Fresse, Katze. Die größte Damage, Ratte sein. Ah, das haben sie gesehen, das war ärgerlich. Ah, da seht ihr, ich rotze halt richtig schon raus, ne? Aber es ist ärgerlich, dass sie meinen TP gesehen haben. Schade. So, ich halt, man sieht selbst so einen Blitzgang. Ich nehme mir sowas von. Dann werde ich weiter im Jungle clearen. Ganz easy einfach. Kein Bock drauf. Ich brauche mehr Damage. Good Bot. Okay, mich 1 gegen 1. Don't know. Okay, der übelsten Champions. Der Typ hat ja auch kein schlechtes Damage-Potenzial, aber ich halt auch noch. Leg dich nicht mit Ivevini an, heißt das. Okay, nee, ich geh einfach weg. Ich hab keinen Bock zu sterben. Kuh, da. Kriegt er sie? Kriegen sie sie? Ja, das sollten sie haben, glaube ich. Die verarscht die ernsthaft die ganze Zeit durch. Die gehören zu zweit. Also sozusagen, was ich noch sagen wollte, am Anfang da sozusagen, man kann es natürlich mit Teleport spielen, da der eine Port unten auf die Botlane war auf jeden Fall richtig geil. Man kann es natürlich auch mit Flash spielen. Oder mit Ghost, wie man, oder mit Exhaust, wie man den hier gerne spielt. Nee, Exhaust würde ich nicht machen, weil ihr eigentlich viel einfach hier im Jungle seid und einfach kein Exhaust braucht, weil er einfach nicht ganken geht. Man geht einfach nicht ganken mit ihm. Man ist jungled und farmt sich nur. Man geht nur dann denken, wenn es sowieso gerade richtig perfekt klappt. Oder passt. Die wussten das irgendwie gerade irgendwie. Dawn. Ich glaube, das ist auch dieses OP-Ward. Das kann euch ein bisschen weiter gucken, glaube ich. Ich glaube, Ari braucht auch kein Blue Zed Cage. Außerdem will ich die Stacks plus einfach das Gold und einfach den Buff haben. Ich sollte mal ein Pink Ward mitnehmen gegen Twitch immer. Das nervt mich immer, dass unten Stealth geht. Okay, da oben ist Kesix. Da komme ich gleich mal hoch. Lol. Nein! Wie soll ich das Wort nicht rübergeplaced? Ich könnte locker an ihn anjumpen. Ari? Blade of the Rune King Buff? Lol, hat sie gerade gefällt, drüber zu jumpen? Lol. Fünfer Boots, komm ich da hinterher? Nee. Ich
Man sieht halt schon, wie viel Damage mache ich mit jedem Autotech mehr. 150, das heißt, ich habe ungefähr schon, keine Ahnung, so 300 AD oder so. Das ist halt richtig krank, ne? Und ich farm mich halt immer weiter hier hoch. 160 Farm allein. Besser gefarmt als jeder von Gegner schon außer K6. Der ist genauso gut gefarmt. Das sind Top-Laner. Na gut, ich farm ja teilweise auch kleine Creeps. Wie die hier. Und laber leicht noch schon 16 und so. Also es ist halt einfach, ich finde es einfach echt geil, Freunde. Und ich kann es euch empfehlen, das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde es nicht gleich im Ranked ausprobieren. Ich würde es erstmal so ein bisschen ausprobieren, wie ich das jetzt genau so time alles so, wie ich überhaupt richtig mache. Hier spiele ich spiel auch auf jeden Fall auch noch falsch an manchen Stellen. Das stimmt auf jeden Fall. Und falls ihr auch noch Fragen dazu habt, könnt ihr sonst gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich damit ein bisschen schon auseinandergesetzt, habe so mir ein bisschen was durchgelesen, auch angeguckt. Und ja, ich finde es eigentlich echt richtig geil. Habe jetzt hier die beiden Items zusammen. Infinity Edge könnte ich mir noch holen. Jetzt habe ich kein Pink dabei, das nervt mich jetzt richtig. Wieso habe ich denn ein Pink da? Ah, ist gar nicht so schlau, dass K6 den Tower durchgehört hat. Deswegen muss er immer so krass. Oh ja, dieser Yi geht richtig ab. Sag mal kurz mein Team, dass ich jetzt die ganze Zeit noch TP jetzt gerade wieder ready bekommen habe, dass ich es auf jeden Fall dann anfordern soll. Dann komme ich einfach mit TP rein. Bin jetzt 16, nochmal richtig krank für mein Ulti. Gehe ich nochmal richtig mehr ab. Und sie halt einfach kickert auf wie viel Leben? 35, 175, Stacks 25. Oh, keine Ahnung, glaube ich, okay. Denk mal, dass ich schon ganz gut gestackt habe. Also so 26, wieso nicht? Ist doch okay. Ich glaube, es geht auf jeden Fall noch mehr, aber also ich finde so, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus im Team, für unser Team. Außer, dass er die ganze Zeit meine Golems nimmt. Oh ja. What the fuck? Das ist so die größte. Das Teil geht so ab, ey, dieser Yi. Ihr müsst halt echt ein bisschen auch eure Items alles richtig einsetzen. Das ist gar nicht so einfach. Yi ist nicht nur Rechtsklick und auch diesen Alpha Strike. Ich glaube, ich setze ihn klar, ich setze ihn auch ein bisschen falsch ein. Aber ihr müsst ihn genau einsetzen, um irgendwas zu dodgen. Guck, ihr seht hier immer, dass Leute diese extra Damage, das ist da mein Item auf den Drake. Die haben euch auch den Buff drauf gemacht, das ist jetzt, genau, Reduce Damage, also das heißt, ich mache weniger Damage jetzt auf den Dragon. Das haben sie reingepatcht. Ich glaube, das ist der immer der Damage auf den, glaube ich, Tank, der macht weniger Damage. Die müssen hier einen Yi-Shutdown, ey. Das ist der größte Akro-Pimmel hier. Alter, ihr müsst mal sehen, wie ich so einen Tank auseinandernehme. What the fuck? Die Gegner haben so ein bisschen nervige Gegner, sowas wie Twitch, K6, LeBlanc, und also gut escape mal so ein Oriana oder so. Ich glaube nicht meine Camps. Da kenne ich keinen Spaß. Okay, oben auf Taste habe ich Blade of Shrunking und da habe ich dieses andere zum Aktivieren.
eine Item, ich habe Full Build. Okay. 4 Mann, kann ich 1 gegen 4? Ah, nee, sollte ich nicht machen. Ich kann wahrscheinlich 1 bis 2 holen. Sterbt aber auch im Endeffekt. Sollte lieber gleich hier helfen, Tower zu halten. Fuck. Hashtag fuck. Okay, was hat mich... Ah, Twitch hat mir gegeben, okay. Okay, dann mache ich hier so. Ich kaufe das Ward und dann kaufe ich mir, glaube ich, noch mehr Plantation, noch mehr Rüstung durchschlag. Ja, wieso nicht? Ich habe auch schon überlegt, mir hier irgendwie Hydra zu holen. Finde ich aber gar nicht so notwendig. Weil ich finde, klar, ich brauche eigentlich, man würde es ja machen, damit ich besseren Camp-Clear habe. Aber ich habe eigentlich einen perfekten Camp-Clear und so für Fights und so, finde ich, bringt Hydra nicht so viel. Ich denke, wenn wir jetzt hier einfach mal 5 gegen 5 reingehen und ich vielleicht nicht der Erste bin, der da reingeht und vielleicht auch nicht gegrabbt werde, dann kann ich, denke ich, kann ich da gut einfach durchrattern durch die Gegner. Hat die auch im zweiten Teil, da glaube ich, keine Ulti mehr zur Stelle. Früher war es so, dass man so komplett 100% die Ulti wiederbekommen hat. Jetzt haben sie ein bisschen runtergenervt. Ich glaube, das Wurf war da oben, Pinkman zu stellen. Fuck! Das war gerade richtig bad von mir. Das war sowas vom bad einfach. Das war einfach nur Kacke. Aber mein Team kann es trotzdem drehen, das gefällt mir. Sorry, ja, das war einfach bad. Stupid war das. Scheiße. Ja, du bist tot da oben, Autilus. Execute dich. Nee, das bringt gerade recht wenig. Ja. Ihr seht da, ich habe da gerade irgendwie, wie viel, guck mal kurz, gucken, wie viel Damage. Zwar 29 Damage Bonus, wie viel ich mit einem Q mache, mit einem Alpha Strike. Ja, hab mal gerade gesehen, ich habe ungefähr gerade LeBlancs Leben halbiert. Und ich war da zu deep drin. Ich muss da mehr von der Seite reinkommen. Während mein Team so jetzt hier gerade am Ende nochmal so die 3 Kills dann einfach abstauben, mich einfach da durchmähe, aber ich darf nicht der Tank sein vorne. Vielleicht soll ich auch gleich nochmal lieber auf den GA gehen. Ich gehe Botlane Split Push und wenn sie Hilfe brauchen, sollen sie pinken. Komm mit Tele. Fuck! Ich dachte, die hat mein Pink Ward schon wieder ready. Hat die aber nicht. Ich weiche nicht zurück! Nein, ich gehe hier nicht sterben gegen so ein paar
Shut the fuck up, Noobs. SDFU, Noobs. Ich ratter hier alles weg. Get full build. Good job, Ari. Need more stacks. Stacks. Give me more stacks. Give me more kills. More stacks, more kills. Good job, Ari. Jetzt sollten wir Mitte pushen. Wir haben beide Carries tot. Ich übernehme die ganze Zeit. Ich bin euch so der Tank. Nascha jetzt noch mit dem Item. Teleport ist jetzt hier nicht richtig an dieser Stelle. Later, Kid. Later. Und ihr könnt auch sehr viel Spaß haben mit diesem Master hier. Das muss ich auch sagen. Schade. Der gerade seine Kack-Ulti draus. Ich mag Twitch-Ulti nicht. Also hässlich rumschießt. Oh, was mit Live-Recken. Mach so viel Damage. Ich weiß nicht, ob ich so viel Damage mit diesem Item mache oder einfach so, weil ich so viel gefarmt habe, auch so viel, also so viel Gold habe durch einfach 260er Farm. Also durch die Gegner will ich mich fokussen. Jaaaaaa! Give me Penta! Penta! Wo ist der Penta? 12 Baby! Give me that Penta! Nee, wollen sie mich nicht. Going for Insta-Rape! Inoffizieller Penta. Ah! Ja. Das war ein Penta. Ich hab so viel Gold. Man kann auch eine Sache umkaufen, mein Bild. Man kann aus dem Map Berserker-Schuhen noch C4 holen, oder wie es ein Item heißt. Keinen Fall will ich Wurkits verkaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denkt immer dran. Ja, wieso nicht? Das kann man auf jeden Fall machen. Solo Baron mache ich mal eben. Ich hätte es auch viel früher schon machen können. Man kann auch schon viel früher mit dem Solo Dread Baron machen. Ja, weil man einfach so viel Damage durch Wiggles macht und einfach
weil man halt gestackt ist und auch in meinem Leben wieder kriegt. Das ist einfach über zu OP. Holt euch hin! Fuck! Twitch hat mich outplayed. Ari, raus, 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 ra! Ah, Twitch haut richtig raus. Ich muss Twitch fokussen. Twitch or Riot? Schön, dass du sagst, auf jeden Fall auf Twitch. Oh, der Renek nimmt ihn. Sauber. Jetzt kommt nicht auch langsam der Moment, wo mein Team richtig rein haut. 300er Farm, 66 Stats. Das ist doch eigentlich ganz okay. Ja, 300 Damage mehr. Und wie viel heal ich mit jedem? 76 auf. Oh, nicht schlecht. Mal schön dran denken, mal die Seite anzumachen. Da ich laufe da auch so schnell durch. Macht auf jeden Fall richtig Laune, Sehi. So viel Gold, ey. Ich bin um die Verlangsamung grad. Ari Blue, das ist mein Blue. Ich bin halt auch der übelste Tanknascher mit meiner ganzen Penetration. Ich hab so viel Penetration eigentlich am Stüssel. Hast du einen Ward Clearer, Trash? Naja, hat er nicht gekauft. Schade. Ich brauche eigentlich gar keinen Farm mehr. Ich brauche keinen Farm mehr. Nicht eigentlich, ich brauche keinen Farm. Ich brauche nur noch Stacks. Okay. War ich zu deep? Weil ich stand ja einfach scheiß Positioning etc. Ich hatte mein Ulti schon zum falschen Zeitpunkt gepoppt und ich stand auch einfach kacke. Ja, der ist auch tot. Q macht Q, sonst kannst du nicht töten. Ja, wir müssen den Twitch rauskriegen. Ich kann auch den Twitch rauskriegen, weil ich bin da bad einfach reingegangen. Es war einfach scheiße, unter zwei Towern zu fighten. Wer ist Anut? Ja, da
Der ADC haut bitte das um, was einfach direkt vor ihm steht. Und ich versuche mich eigentlich um den Twitch zu kümmern. Ich soll den eigentlich, ja, Insta nehmen. Wenn ich es richtig mache, sollte ich eigentlich auch dranlaufen, nicht mit Alpha Strike engagen. Maybe, kann ich hier jemanden picken? Fuck, Mann, ich bin so horrible. Die hätten dann what? 100%, ey. Ja, ein bisschen kacke hier am Endgame ein bisschen ab, das ist halt echt nicht einfach mit die. Ja, wir dürfen auch nicht einfach die ganze Zeit Mitte da rein und so um einen abjokeln, weil wir können nicht unter, wir können sie nicht unter zwei Towern diven. Wir müssen, ja. Und die sollten ganz schnell weg, weil die kriegen Besuch. Ich gehe top, der Rest geht bot. Gehe ich in Botlane. All top. Halte sie auf der Top auf, ich mach Bot. Nicht fighten. Wer ist hier? LeBlanc, ne? Leider. Ich glaube, sie glaubt nicht wirklich ein 3er für. Going for ending the game. Ah, das ist ein Endep ab, okay. Ah. Oh, ich war nicht voll leben, Mann. Dann kann er mich auf Instant hauen. Oder was ich irgendwas tun kann. Fuck, Mann, ich bin bad. Aber egal. Oh, dauert das Game lange, ey. 44 Minuten. Ich bin auch so Ewigkeiten tot. Ich bin eine ganze Minute tot. Ihr wisst ja, also, was ihr alles in einer ganzen Minute machen könnt. Mann, 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 LeBlanc, das Problem ist, solange es in, und sobald es ins Endgame kommt, dass ich mir ein bisschen widerlief, weil ich bin schon ungefähr seit 20 Minuten Fullbild. Da hätte ich echt mehr Pressure machen sollen auf die Lanes, einfach mehr pushen müssen. Stand der Zeit ungefähr 20-1. Ich habe in der letzten Zeit ungefähr nur so 5-5 gemacht. Also ich hätte da, weil jetzt kriegen langsam mehr Leute Fullbilden, jetzt können mich mehr Leute auch wiederholen. Okay, wir haben Baron. Ich mach Top-Split-Push und hier geht einfach mit, ich hole noch den nächsten Inhib. Ich finde das ganze Gold eigentlich gar nicht mehr brauche, aber ich glaube, wir sind alle fast Fullbild. Okay, ich denke, ich kann nicht jeden von denen 1-1. Solange sie mich nicht auf Plane. Also mich kiten oder irgend so ein Shit. Okay, ich mach richtig kranken Druck hier oben.
fighten. Lauf, du Kack-Champion! Ich wäre nicht weggekommen. Ich denke aber, dass ich genau die richtige nochmal mitgenommen habe. Ich wäre nicht weggekommen. Sie hat mich im Endeffekt aufgeholt, weil ich keine Boots habe. Aber ich denke, ja, mein Team kann jetzt hier die Inhabs holen. Und dann noch am besten den dritten. Die habe ich alle freigehauen. Oh, Renekton, Split Pushing Top. K6. Meine ich natürlich. Okay, das Ward gefällt mir super da. Da kann ich gleich mit 3 TP'en. Oh. K6. Soll ich XP-Ending machen? Okay, fast alle GA jetzt am Start. Soll ich mir vielleicht auch mal zulegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das sieht echt gut aus. Wir müssen einfach nur noch da unten durchpushen. Pass auf. Jo, diesmal passe ich wirklich auf. Let me get stacks. Okay, ich werde Twitch holen. Ja, was soll ich denn machen? Die, ja, er nimmt mich als Instant inzwischen. Kann da nichts machen. Guck mal, ein GA am Start. Good job, Ari. Ah, sie ist kein Melee, sie kriegt, glaube ich, den Inhab nicht. Oh. Oh. Starker Damage. Ich kann, glaube ich, kaum noch Twitch spielen. Der Typ nimmt mich richtig die Akku-Pussy. Akku-Ratte. Oh, longest game of my life. 50 Minuten. Jetzt werde ich geflamed. Oh no. Flame incoming. Ja, ich weiß. Ja, Jungus sollte ich wirklich gleich verkaufen. Da hat er recht, das ist gar nicht so OP, das Item jetzt. Da hat er allerdings recht, im Late nicht so prickend. Mm-hmm.
Das ist auf jeden Fall mal so. Go Baron. Wie viel Damage mache ich mit einem Hit schon mehr? 330, ey. Ich darf aber nicht gefokust werden. Das Problem ist, es gehen noch drei Leute auf mich. Es geht der ADC, der Ab. Nee, es geht da. Es gehen alle auf mich. Es geht der ADC, der APC und der Dings versucht sie auch. Und der K6 versucht mich auch mal zu kriegen. Ja, komm, Baron. Friedrich Baron. Ich mach den sowas mit Instagram tot. Go, 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 Team. Ich bin sowas von zugebufft jetzt. Jetzt holen wir uns sie. I get the feeling. Ah! Flash bei LeBlanc raus für meinen Ulti. Kurz auf mein Team warten. Okay. Ach, wir haben auch einen Trash. Dann grab da mal was Trash. Jetzt mit dem Druck, jetzt mit dem Druck. Jetzt mit reinfahren, jetzt mit reingehen. Erobert die Mitte. Hört auch mir die Kills zu steamen, Mann. Das hätte Penta werden können. Alter, nehme ich die Tanks. Na gut, die macht doch ziemlich viel Schaden. Freunde, es ist wichtig, jetzt Endgame-mäßig so krank gefeedet, gefahren und all so ein Shit. Geht nicht zu greedy rein, sonst werdet ihr komplett rausgenommen. Und dann kann euer Team nicht, weil ihr ja die Hälfte aller Kills etc. Farm hat. Freunde, das war der neue Master Yi Patch 4.5 von Vini vorgestellt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr anders machen? Mit Teleport, mit Flash. Schreibt es einfach mal rein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen oder ich sehe euch bald mal mit dem neuen Master Yi im Jungle. Auf jeden Fall richtig geil. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace out.